YouTube-Kanal. Ich bin zwar immer noch nicht in den USA, aber auf gutem Wege dahin. Ich hatte euch ja eigentlich ein Kofferpack-Video angekündigt, aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, alle Habseligkeiten und Erinnerungsstücke in einen großen und einen kleinen Koffer unterzubringen. Für den Urlaub kann das allemal reichen, aber man braucht einfach nicht so viel. Man lebt dort meist nach dem Motto, hier kennt mich sowieso keiner oder ja, ist egal wie ich aussehe, ich bin sowieso bald wieder weg. Das stimmt ja auch, denn man verreist ja meist in den Urlaub nur ein paar Tage oder zwei, drei Wochen. Aber wenn man umzieht, ist es natürlich ein viel größerer Zeitraum und man braucht einfach so viel und wenn man was vergisst, ist man am Arsch. Man braucht nämlich Sommerklamotten, Winterklamotten, Schuhe, Kosmetikartikel, Schmuck, sowohl auch Schulsachen, sowie Kunstsachen und Sportsachen. Und ich habe jetzt bestimmt irgendwas vergessen beim Aufzählen, weil es einfach so viel ist, an was man denken muss. Und ja, deswegen wollte ich jetzt kein 10 Stunden langweiliges Kofferpack-Video drehen, sondern einfach 2 Minuten am Ende dieses Videos dafür nutzen und euch zeigen, was so in meinem Koffer ist und was man überhaupt mitnehmen darf, was nicht und was nur in einem bestimmten Koffer. Denn es gibt sehr viele Vorschriften und man muss sie auch einhalten können. Und ja. Meine Retter sind auf jeden Fall die Vakuumbeutel. Denn in diese füllt man einfach seine ganzen Klamotten ein, was bei mir jetzt sehr nützlich war bei den Winterklamotten, die sehr viel Platz wegnehmen. Und dann steckt man den Staubsauger daran, saugt die ganze Luft aus, dadurch schrumpft alles und man hat mehr Platz im Koffer. Und hätte man diese Beutel nicht, wäre der Koffer sehr, sehr schnell voll und ich wäre überhaupt nicht hingekommen mit allen Sachen, die ich einpacken möchte. Falls ihr gerade auch am Umziehen seid oder ein Auslandsjahr macht oder generell irgendwie mit Koffern in Urlaub müsst, kann ich euch mal diese Vakuumbeutel in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr euch die mal anschauen und gucken, ob das auch für euch in Frage käme. Also bei mir hat es auf jeden Fall sehr viel gebracht und die sind echt toll. Beim Befüllen des Vakuumbeutels muss man darauf achten, dass zum Verschluss hin 10 cm frei bleiben. Anschließend muss man den Beutel einfach nur noch zumachen. Und anschließend das hier abdrehen, um dort mit dem Staubsauger ranzugehen. Ich werde jetzt wahrscheinlich in diesem Teil des Videos ein paar Mal runtergucken, weil ich hier meine Notizen habe. Denn es geht jetzt um die Größe des Koffers, um die Kilogrammanzahl des Koffers und um die Koffer generell. Erlaubt sind ein großer Koffer mit höchstens 23 Kilogramm und der Breite, Länge und Höhe von insgesamt 158 cm. Dann darf man noch einen kleinen Koffer mitnehmen mit maximal 12 Kilogramm und die Abmaßmessungen sind 55 x 25 x 35 cm. Und das ist auch nicht viel. Zudem kann man ein Accessoire mitnehmen, also eine Handtasche, die darf gerne befüllt sein, aber nur mit bestimmten Sachen. Oder ein Laptop mit Laptoptasche, eine Kamera mit Kameratasche und das ist ja jetzt in meinem Fall der Fall, weil ich diese Kamera mitnehme, weil ich ja währenddessen die ganze Zeit filmen werde. Das wird ja auch ein Video, also das Flugvideo. Ich blende euch jetzt erstmal meine Koffer ein, samt Inhalt und falls ihr einen Tipp habt, was ich vergessen habe einzupacken oder auf jeden Fall mitnehmen sollte, weil es in den USA zum Beispiel sehr teuer ist oder weil es das überhaupt nicht gibt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, das würde mich sehr freuen, denn ich möchte ja nichts vergessen und auch nicht dort etwas kaufen müssen, was ich zu Hause gehabt hätte. In meinem großen Koffer habe ich hier unten einmal eine Jogginghose, Socken und Unterwäsche. Hier oben sind dann 3 Vakuumbeutel drin samt Befüllung, also mit Klamotten. Hier rechts sind dann meine Bikinis und auf der gegenüberliegenden Seite habe ich meine Kleider reingepackt. In meinem kleinen Koffer habe ich hier in der Aufklapptasche einmal was zu malen. Hier ist dann ein Kissen, weil wir ja bestimmt nicht am ersten Tag zu IKEA fahren werden und uns schon Einrichtungssachen kaufen. Und wir kriegen ja eine unmöblierte Wohnung. Dann ist hier auch so ein Sorgenfresserchen,
falls es mir mal nicht so gut geht, kann ich da was reintun. Dann habe ich hier ein Duftkissen, meine Federtasche, Klamotten zusammengerollt, ein Buch und Briefe von meinen Freunden für mich. Dann hier noch weitere Klamotten, die nicht in den großen Koffer gepasst haben. Hier unten sind dann ganz viele Bilder mit meinen Freunden. Ganz viel geht bis unten. Hier sind dann nochmal Geschenke von Freunden. Dann so ein Adressbuch, weil ich mich dort ja noch nicht so auskenne. Und falls ich eine Freundin finde, kann sie hier reinschreiben. Dann habe ich hier noch CDs, ein bisschen Süßigkeiten und meine Waschtasche, die ist aber ganz unten drin. In meiner Kameratasche, da wird halt die Kamera reinkommen in das große Fach hier. Und in dem kleinen Fach habe ich eine Powerbank reingetan und einen MP3-Player. Hier hinten sind ganz viele Kopfhörer, Ohrstöpsel. Hier sind dann normale Kopfhörer, ein Selfie-Stick und dann ganz viele Aufladekabel für mein Tablet, für meine Kamera, für mein Handy und für die Powerbank. Mein Tablet ist in einer anderen Tasche, die nimmt mein Vater aber mit, weil es hier halt nicht reingepasst hat. Ist ja auch eigentlich nur für die Kamera gedacht. Und ja, das war es dann auch soweit. Ist euch was aufgefallen, was mir fehlt? Dann schreibt es bitte jetzt in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Video.